Hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Das letzte Mal sind wir hier in der Insel der Diebe angekommen und haben direkt mal einen Sklaven befreit. Nur warum wir jetzt nicht nach Norden gehen durften, weiß ich nicht. Ich meine, es sind keine Kobolde hier drin, sondern tatsächlich Sklavenhändler waren hier drin. Aber die sind ja jetzt weg, nicht wahr? Wir können also getrost hingehen, wohin, wo immer wir auch wollen. Ich möchte nämlich hier runter. Haha. Runter zum Strand. Komme ich irgendwie heil runter? Ich versuche es einfach mal hier lang. Hallo. Hallo, Krabbe. Was, du lebst noch? Ihr Mistviecher! Ich habe beide gleichzeitig getötet. Mann, das kann auch nur ich, nicht wahr? Angeber. Mistkerl. Nimm's alles mit, Kerl. Ach, da ist Jafar. Hallo. Leg dich nieder, du kleine Krabbe. Denn heute gibt es Hummer. Der dürfte eigentlich gar nicht rot sein, ne? Oder ist das Wasser hier so kochend heiß, dass er direkt mal rot wird? Muscheln. Kleine süße Muscheln. Und Sanddäuseln dabei. Ja, hier. Plünder ihn mal. Das kannst du ruhig machen. Das ist nur Schrott. Da hinten ist unser Schiff. Ah, guck mal, wie es glänzt im Seelicht. Im Licht des morgendlichen, der morgendlichen Sonne, der glänzt das Schiff. Was machst du mit Geräusche hier? Hallo, du Riesenvieh. Oh, Krab, Wollemann. Jo, großes Gott, so hinüber. Du sagst es, du sagst es. So, da vorne können wir rein in die Insel. Möchte ich aber noch nicht. Nehmen wir mit. Tag. Ah, Jafar war wieder fleißig, hat alles mitgenommen. Finde ich gut. Von dir, du kleines Vieh. Na komm, bist du noch da? Du bist noch da. Wunderbar. Hier sind wir irgendwo runtergefallen, ne? Das heißt, du müsstest jetzt irgendwie so langsam. Ach, guck mal, da Blümchen. Muscheln, Blümchen. Sehr schön. Ah, noch eine Muschel. Mann, was ist denn hier los? Überall Muscheln. Hab ich alle liegen gelassen, oder was? Waren wir überhaupt schon? Sind wir hier runtergefallen? Die ganzen Gegner sind schon wieder weg, deswegen weiß ich es nicht. Ey! So, Schluss hier! Kannst du dich einfach so anknabbern? Schmecke nicht! So, Tag. Da eine einsame Muschel, nehmen wir auch mit. Dann ist sie nicht mal so einsam. So landet gebraten in unserem Magen. Oder gekocht. Kann man Muscheln braten? Zumindest das Fleisch davon, ne? Guck mal, Jafar ist schon am Schwimmen. Jafar, der schwimmende Gnom. Hast auch dazu gehört, mein Freund. Ein Schlangenschwanz. Warum habe ich jetzt Schlangenschwanz statt Schlangenwurzel gelesen? Rohrfisch. Boah, was liegt denn hier rum? Er hat ihn hier nicht aufgeräumt. Rohrfisch. Also hier könntest du aber ruhig mal mit aufhelfen zu sammeln, lieber Jafar. Schatulle. Gold. Oh, hier können wir sogar raufklettern. Auf der anderen Seite ist noch eine Insel. Guck einer an. Da kann ich irgendwo hin. Ich schaue mal gerade auf der Karte, wo. Ne, eigentlich nicht sowas. Klettern, ne? Ich will auf diese Insel, denn da gibt es bestimmt was. Viel Geld für einen Abenteurer wie uns oder sonst irgendwie was.
Irgendwo gibt es hier einen Weg hinauf. Hier zum Beispiel. Oder auch nicht. Hier? Ah, hier kann man zumindest klettern. So, wir sind drauf. Oh. Na komm, Jaffa, gib Gas. Hier ist sogar eine Truhe. Und Gold. Ja, was ist denn hier los? Truhen, Gold. Also die drei sind schon mal verbunden. Gehen Sie auf, liebe Truhe, denn ich habe sie geknackt. Ach, Höllenhund, Schattenkrieger, Bloody Mary. Na gut, die brauchen wir nicht wirklich, weil wir haben ja die Zauber auch so schon. Kommt Jaffa nicht mit, oder was? Da liegt ja überall Gold. Wer macht dir solche Fährten? Das ist gefährlich. Leute wie ich folgen denen. Ja, da lag noch einer, der ist tot. Der ist wahrscheinlich verdurstet und kam nicht mehr zur Insel hin. Einfach weil er so verdurstet ist. Ob hier wirklich Kobolde rumlaufen? Guck mal, wie viel raufklettern, da geht's auch irgendwie rein und sowas. Hui, hui, hui. Da oben waren wir drin, hier vorne ist das Dorf. Das Dorf der Gnome. Ach, und Jaffa ist wieder da. Hallo Jaffa, ich habe dich lange nicht mehr gesehen, du kleiner Gnome. Natürlich. Das hätte zu Gotzo. Das war ein Golem. Und es war nicht groß, es war nur schnell tot. Ja. Mit. Nehmen wir alles mit. Gold. Mai. War hier nicht sogar der Kampfplatz mit diesem Vieh, mit dem Grotto? Also wirklich diesem riesigen Frosch? Ob wir dem nochmal begegnen, den Riesenfrosch? Grotto, der Riesenfrosch. Der gnomenfressende Riesenfrosch. Das ist ja noch ein Gnome. Ein Gnome, sage ich schon, ein Golem. Das war hier, da bin ich mir ziemlich sicher. Und da geht's hoch. Großes Glotzo! Hör auf! Großes Gotzo! Du wirst gleich auch hinüber, kleiner Gotzo. Haben wir noch irgendwie was? Ne. Ist das da, wo es zu dieser Höhle geht? Ja, ne? Das heißt, das Dorf müsste eigentlich hier auch wieder um die Ecke liegen. Oh! Da unten ist es, ihr seht's. Man läuft hier quasi so ein bisschen im Kreise. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Ah, guck mal, ein Ast mal wieder. Aber diesmal ist er hübscher als, auf Kieler. Der war ja wirklich hässlich, der Ast. Mein Gott, war der hässlich. Ach, Golderz. Na, immerhin. Ist, auch mal was. Und Jade. Wir haben schon lange kein Erz mehr abgebaut. Diesmal bauen wir Mineralien ab. Schöne Jadesteine. Können wir eine Jadestatue draus schnitzen? 8 Stück. Ich fühle mich so reich von Jadestitzereien. Und mach sie gleich fein. Mit ein paar Eiern. Was, wer hat das gesagt? Ich nicht. So, wir sind von der anderen Seite gekommen. Hallo. Teleporter, natürlich. Tag. Geht doch. Genau, auswendig. Du kommst auf Insel von Gnome?
Ne? Du haben keine fürchterliche Angst vor uns, Gno? Ihr seid winzig, nicht fürchterlich. Wir vielleicht klein, aber wir können machen großes Ärger. Du Clown vom Richtigen und geben dem Falschen. Du kannst bringen Imperien zum Sturz. Die ganze Welt ist auf die Glücklichkeit der Gno angewiesen. Wenn wir nicht glücklich, wir könnten vernichten die Welt. Etwas klauen hier, etwas geben da und schon tun sich alle hassen und wir Gno die Gewinner. Das hast du dir so ausgemalt, hm? Ich sagen Wahrheit, Tomi. Du dich besser vorbereiten. Wie kann ich mich vor euch schützen? Wenn du nicht wollen beklaut werden, du musst werden selber zum Klauer. Wenn Homie ein guter Thief werden will, er muss beachten verschiedene Dinge. Du darfst nicht sehen die Tasche, die du willst beklauen. Du musst werden die Tasche. Wie Wasser. Du musst sein wie Wasser, mein Freund. Ein guter Thief sein ist Kunst, Homie. Kunst, die ich dir kann beibringen. Lass uns handeln. Jip, jip. Ich halte, dass ich nicht beklauen kann. Ist irgendwas Besonderes dabei? Ring des Gauners haben wir schon ein paar jetzt gefunden. Dietriche brauchen wir auch nicht. Gibt ja immer nur einen, den man benutzen kann. Der geht ja nicht so kaputt. Bring mir was bei. Jip, jip. Panzerknacker. Meisterdieb. Ich möchte ein besserer Taschendieb werden. Alles klar, Homie. Ich möchte meine Überredungskunst verbessern. Jip, jip. Okay. Was haben wir eigentlich? Oh, wie können wir irgendwas steigern? Was steigern wir denn? Fingerfertigkeiten oder steigern wir? Magie. Magie! Ja, Magie. Magie ist wichtig für einen Hau drauf, wie wir es sind, der gleichzeitig zaubern kann. Na, wer bist denn du? Du hast Wein. Und du dich kann man beklauen. Möchte ich nicht. Du hast nichts. On Homie? Tu Dango Gno? Was? Me Gno Klopper Kopper. Bla 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 Dingi. Mutter, Klopper? Homie Kaka in Lango von Gno. Gno Kaka in Lango von Homie. De Foto Grane. Nix bla bla. Was? Nix bla bla. Dis Gno nö Lango, Homie. On Homie? Tu Dango Gno? Me Gno Klopper Kopper. Lango. Bla bla, Aurikulki oder so. Homie Kaka in Lango von Gno. Gno Kaka in Lango von Homie. De Foto Grane. Nix bla bla. Wat? Nix bla bla. Dis Gno nö Lango, Homie. Ich muss erstmal die Sprache lernen. Sehe ich das richtig? Kann mir die Sprache beibringen? Von wo kommen wir eigentlich rein? Von hier nicht, ne? Guck mal, Homie! Hinter dir! Gib mir meine Münze wieder. Golmu, totes Leid! Hier hast du Münze wieder! Geht doch! Hast du gerade die gleiche Münze nochmal geklaut? Es tut mir leid. Golmu kann nicht beherrschen seine Finger. Hier, nimm Münze und geh. Golmu sich schämt, dass er wurde erwischt. Du besser nicht kommen Golmu zu nahe. Golmu hat sich nicht unter Kontrolle. Seine Finger klauen von alleine. Golmu muss sich zusammenreißen, nichts zu klauen. Hier hast du Münze zurück. Ist ja lustig. Ein kleiner lustiger Kerl bist du. Tag, Zacki. Ah, oh, dich kann man auch noch. Deinen Namen erinnere ich mich. Oh, wo geht's denn? Wo geht es denn hier hin? Hallo? Hier sind wirklich Kobolde. Yay!
Gnofriedhof macht Schaffer immer traurig. Hier sind mehr Gräber gegraben worden, seit ich weggegangen bin. Ja, irgendwie erinnere ich mich hier dran überhaupt nicht. Das sind riesige Truhen hier. Oh, ein mumifizierter Gno. Die sind so putzig. Moment, die legen ihre Leute in Truhen ein? Nur dann? Hallo? Du sagst, es ist ein Amulett, ein Diebesamulett. Ihr braucht es nicht mehr, ihr seid alle tot. Ich brauche das viel eher als ihr. Guck mal hier, Pilz. Oh, Proviant, der wird doch nicht mal gekocht. Ist hier ein anderer Ausgang oder was? Ach, all die Sachen, die irgendjemand geklaut hat, die sind alle hier. Lalala. Das ist voll die Grabschändung hier, was wir da machen. Hör auf! Du darfst das nicht! Nein, das gehört sich nicht! Nein, 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 nein! Kann ja sein, der Schaffer seine eigenen Leute gerade beklaut. Oh, eine echte Truhe! Eine echte Truhe! Ohne Leiche! Ein Pechschwert! Und Goldkrähe und Zähne! Da fühle ich mich doch gleich viel besser, wenn ich eine normale Truhe beklauen durfte. Das war fast schlecht. Das war schlecht und gleichzeitig gut. Hallo, ich bin jetzt irgendwo drüber. Oh, eine Spitzhacke. Brauchen wir. Oh, hier geht's nach unten. Aber hier waren wir schon. Okay. Dann, haben wir den Friedhof befriedigt. Jetzt könnt ihr alle wieder in Frieden ruhen. Oder so ähnlich. Hey, Zeki. Was will Homi von mir? Wenn Homi versucht zu klauen, Zeki wird wütend. Ich würde niemals etwas klauen. Homi ist guter Kumpel. Homi, du bist Kakakoppa. Gib Zekis Löffel zurück, sonst. Honolos, Homi, Klopper, tu Koppa! Dango, Homi! Hier hast du deinen Löffel wieder. Homi, doch nicht so honolos wie Zeki gedacht. Ich habe Respekt vor gutem Dieb. Zeki haben dich zwar erwischt, aber Homi nicht aufhören zu üben. Eines Tages kann Homi Löffel vielleicht ehrlich erklauen. Ach ja? Was machst du hier? Zeki sich überlegen Plan, um Bolde zu töten. Ein Gnom, der gegen Kobolde kämpfen will? Bolde böse. Bolde besetzen Totenhof von Ahnen. Zeki zuständig für Ruhe der Ahnen. Ich nicht können zulassen, dass Bolde stören noch mehr Ahnen. Tun sie auch nicht mehr, sie sind tot. Die Kobolde machen keine Probleme mehr. Oh, Homi ist guter Klopper. Hier. Du suchen dir etwas aus. Ich dir geben 150 Gold oder mein geliebtes Dingi. Was Homi wollen? Ich will beides. Aber das ist nichts richtig, Homi. Das steht mir zu, also her damit. Menno! Einen merkwürdigen Topf? Ist das wieder Sammlung? Hier irgendwie was? Merkwürdiger Topf? Nö. Plunder. Ich würde mal gerne hier sortieren oder sowas. Merkwürdiger Topf. Sieht mir irgendwas aus wie ein merkwürdiger Topf. Wir haben 12 Teleportscheine, ist auch ein bisschen krank, ne? Merkwürdiger Topf. Wo bist du? Du merkwürdiger Topf. Hier ist ein normaler Topf. Na dann. Ich bin doch ein netter Kerl. Findest du dich auch? Achso, du warst der Dieb. Ich verstehe. Ein Dieb seinesgleichen. Ach, guck mal. Dieser war schlecht, die Truhe hier. Das Schloss müssen wir reparieren. Ich bin der Schlösserdienst.
Du hast deinen Schlüssel vergessen. Die Truhe war schon vorher leer. Kuck, 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 kuck. Was ist hier? Banane. Hey, Travi. Hack du, Homie. Ich Frage haben an Homie. Ein Gno macht zu viel Schlucki-Schlucki und ist betrunken. Danach, er geht nach Hause und sieht Goldmünze auf dem Boden. Kein Mond am Himmel und auch keine Sterne. Wie konnte der Gno das Goldstück sehen? Er hatte eine Fackel dabei. Blemo, blemo. Antwort auf die Frage, ganz einfach sie ist. Ich niemals gesagt habe, dass es ist Nacht. Es ist Tag. Am Tag scheint kein Mond und auch keine Sterne. Bist du so eine Art Rätselgnom? Rätseln ist Kunst zu denken und ohne Denken kein Leben. Wenn du nicht kannst denken, Homie ist nichts weiter als ein Tier. Deswegen belohne ich alle, die Rätsel lösen können. Ich will machen Leute intelligent. Aha. Na dann, speichere ich doch mal und ich würde sagen, in der nächsten Folge lösen wir das Rätsel des Gnoms. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Mascha. Haut rein.